herzlich willkommen zurück, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wir haben einiges zu tun und werden als nächstes heute mal in die Kathedrale von Manus Metier reisen, weil ich mir hoffe, dass wir dort eventuell eine Quest weiterführen können, die wir hier mit diesen Leuten der Glocke, die hier in den Fingerruinen von Rhea zu finden war, eingegangen sind oder weitergeführt haben. Und ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo diese Quest begann. Entweder hier oder in so einer anderen Kathedrale, wo so ein Heini noch auf dem Stuhl saß. Ich guck erstmal hier. Warte mal, die war das doch. Ja, die, genau, die meinte ich. So, und da hinten sitzt der Typ, genau. Da sitzt er auf dem Stuhl. Und da ist seine Freundin. Und dann ist angeblich irgendwas anderes hier noch. Irgendein Kind oder so. Hallo. There you are. The exalted timbre of the bell has reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now, these are for you. Oh, noch eine Ruinenkarte. Das ist sehr nett. Und Sternstaub. Think nothing of it. I have made my decision to be of help. May the gleaming stars guide you evermore. I fear that you have borne witness to the whole of it. Wird das schon mal, ich weiß es nicht mehr. The hypocrisy of the world built upon the Erdtree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective, unhinged from the start. Marika herself, and the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts, if the roots are rotten, then we have little recourse. Es ist so lange her, dass ich nicht mehr weiß, ob ich das schon gehört hatte. Mikkel sah Dinge für was sie waren. Er wusste, dass seine Blutlinie tainted. His roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything. When the blame lay squarely with the mother. Die ist nämlich schuld. Okay, das war offensichtlich dann doch neu. Können wir ein bisschen Zauberei studieren, das ist für uns aber eher irrelevant. May the gleaming stars guide you evermore. Oh, hello. Okay. May the gleaming stars guide you. Sehr schön. Dann lass uns mal gucken, was wir jetzt genau bekommen haben. Und zwar zum einen das hier. Oh, ja. Und das hier. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, von Fürst Ymir, dem Hohepriesteralten, zeigt den Fundort einer weiteren heiligen Ruine, neben der auf der ersten Karte gezeigten. Mögen die schlimmsten Sterne euch immer fortleiten. Das gucken wir uns gleich an. Hä? Wir reden doch mal mit der anderen. Ich glaube, die mochte uns nicht so sehr, ne? Die war, glaube ich, so ein bisschen frech, diese hier. How did you? Did Count Ymir reward you with that? Then I see you have gained his trust and therefore mine. Oh. I am Yolan. The knight is yours now to wield. Hallo. Ja, gib mir mal dein Schwert, das sieht geil aus. Don't get the wrong idea. We are neither friends nor confidants. I am merely honoring Count Ymir's wishes. Okay, aber die... Enough of you. Okay, aber was ist mit der Waffe? Enough of you. Okay, ich verstehe schon. Kein Bock mehr auf mich. So. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz hier um. Da war so eine Nase mit einem... Also, warte. Wir gucken uns doch mal die Karte an. Da ist irgendwie so eine, da ist ja, ihr seht ja diese Nase da und da ist ein Schloss oder eine Ruine oder eine Kirche irgendwie mit Stadtmauern. Und dann ist da ein Fluss. Und dann wieder so ein komischer Kreis halt. Wo kann das?
Oh, wisst ihr, was mir einfällt? Wir haben auch immer noch diesen Boss nicht gemacht. Diesen richtig krassen haben wir auch noch nicht gemacht. Den können wir demnächst nochmal versuchen. So, jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwo einen Ort finde, der dem auf der Karte ähnelt. Da waren auf jeden Fall so mehrere Gebäude zu sehen. Aber hier kann das eigentlich nicht sein. Hier ist ja wieder so ein Kreis, aber... Fluss war da ja auch noch. Eigentlich können wir dann am Wasser entlang gucken. Also Fluss, wir hatten Wasser. Da war auch eine Brücke. Und dann war da so eine Felsnase. Da waren aber auch Sachen drauf. Also hier haben wir noch eine Fingerei. Guck mir das nochmal an. Ich habe eine sehr gute Idee. Ich mache mal davon ein Foto, dann muss ich das. Kriegt das viel größer. So, so. Hallo? So. Okay. Wir sehen so eine Nase. So eine Felsnase. Und da ist irgendeine Burg, muss da drauf sein. Und der Fluss, warte mal, ist das das? Ah, das ist doch das vielleicht. Ist das sogar doch das? Das ist der Fluss und der mündet aber hier. Das sieht ein bisschen anders aus. Aber der Fluss hier und da ist doch, das muss hier sein. Sieht auf der Karte leicht anders aus. Aber das muss hier sein. Und dann wird das das hier sein. Und hier ist das Schloss. Ja, das muss das hier sein. Das ist diese Nase da. Ja, das ist das hier. Sieht leicht anders aus, aber das ist es. Okay. So, jetzt ist die Frage, warte mal, wie komme ich da jetzt immer am besten überhaupt hin? Kommen wir darüber dahin? Also da ist ja natürlich dieses Fingerding war ja sehr prominent, das war ja klar. Huch, nee. Aber warte mal, nee, das war jetzt gar nicht mein Plan. Nee, das war nicht mein Plan. Das ist falsch. Ich bin ja hier in so einem... Nee. Das ist aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte hier auf dieses Plateau. Das ist dann unterirdisch wahrscheinlich. Dieser endlos lange Fahrstuhl. Ja, hier waren wir auch lange unterwegs.
Aber nee, das ist alles Quatsch. Ja, das war jetzt überhaupt nicht meine Absicht. Lass mich in Ruhe. Wieso lebt der noch? Nee, das ist es aber nicht. Lass mich mal kurz. So, könnt ihr jetzt mal aufhören? So. Das ist hier völliger Quatsch. Also, wie komme ich da am besten? Ich muss ja irgendwie. Dann hier raufkommen. Auf dieses Gebiet. Und ich meine, da waren wir nämlich noch nicht. Hier ist halt diese Pflanze, da ist zu. Das muss ja schon dann auch hier diese. Also hier, da muss ja irgendwo noch was sein, hier in der Ecke. Oder ich habe auch so eine Geste, so eine ausgebreitete Arme, aber habe ich nicht. Nö. Das. Oder das. Oh! Sie hat ja auch so die Arme ausgebreitet. Aber es ist es nicht. Halt! Hammerzeit. Nee, keine Ahnung. Ich habe gedacht, wenn ich hier vielleicht ihre Haltung spiele. Irgendwas muss hier noch sein. Ich erinnere mich auch, dass ihr irgendwann mal irgendwo gesagt habt, ich muss irgendwo eine Geste machen. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist ein Item. Wie ist es möglich, dass wir das übersehen haben? Kann gar nicht sein. Das ist ja seltsam. Okay, da finde ich jetzt keinen Zugang. Irgendwie komme ich da rein. Da muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Aber das wäre ja diese Questline, die wir hier dort angefangen hatten. Wir hatten aber immer noch hier diesen Drachen. Also, wir haben so viele Loose Ends gerade noch. Ich wollte eigentlich hier diese Geschichte nochmal machen. Und diesen Boss da besiegen. Jetzt muss er ihr so ein Typi geben. Warte mal, wir brauchen noch 5000 Mark. Das können wir mal kurz erledigen. Das ist das Problem gewesen. Wo sind die Dinger? Hier. So, das machen wir noch einmal kurz, dass wir ein Level bekommen. Dann müssen wir uns nicht mehr mit diesen Seelen befassen. Und ja, was machen wir? Machen wir Stärke. So. Hier muss es irgendwo diesen Typi noch geben. Bale. Irgendwo ist hier Bale noch. Gut, wie du sagst. Das hätte die mir schon mal gesagt. So, was ist hier jetzt Phase? Wo finde ich diesen Typen hier? Hier sind wir auch. Wir sind, glaube ich, damals von da gekommen. Und dann sind wir da. Wir kamen nicht.
Da unten sind die Finger, in denen da waren wir schon. Das ist der Weg, den wir gekommen sind. Mal hier. Oh. Was ist da noch? Das ist. Oh. Das Drachenauge. Oh. Ist das hier überhaupt so gedacht, dass wir da raufkommen? Oh shit, au. Das ist die Lanze. Oh Gott, sollen wir auf die Lanze rauf? Das ist die Lanze, die ihn getötet hat. Sieht gar nicht aus wie eine Lanze. Oh, war nicht runterfahren. Na, keine Panik! Da kommen wir natürlich nicht weiter rauf. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst, dass wir gleich hier runterfallen. Aber wo ist der Typ? Kann er sich mal dem Kampf stellen? Auf den Leib des riesigen Ungetüms. Au. Oh Gott. Da kommen wir wohl nicht weiter rauf. Unten ist sie. Ich glaube, hier ist Schluss. Schluss für unser Pony. Oh. Ich glaube nicht, dass wir hier rauf sollen. Da gleiten wir immer wieder ab, oder? Das ist eine zu glatte Wand. Ja. Da ist Feierabend für uns. Okay, aber immerhin haben wir es einmal hier rauf geschafft. Und das Auge erblickt. Das tote Auge des Drachen. Also das habe ich doch eigentlich alles schon gemacht. Das habe ich ja auch schon gemacht. Beziehungsweise halt. Brauche ich halt das Herz von Bale. Dann kann ich das. Oh, warte mal, habe ich drei Stück? Drei, oh, da habe ich sogar drei Stück. Aha. Vielleicht muss ich davon einkaufen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas gebracht hat, aber. Warrior Truth. Okay. Vor langer Zeit trotzte Bale dem Drachenfürsten. Der elende Verräter verwundete unseren Meister schwer, nur um wie ein Feigling in der Nacht zu fliehen. Krieger der Lande, mein Fürst, Placidus Sax hat euch gezeigt, was getan werden muss. Strebt nach der Kommunion. Stillt euren grenzenlosen Hunger. Spürt die Euphorie, wenn die Essenz eines Drachen eure schwachen Glieder erfüllt. Habe ich denn sowas? Habe ich eine Essenz des Drachen, die ich konsumieren kann? Dann muss ich irgendwas essen. Drachenschuppenfleisch. Klingt ein bisschen danach. Segen des uralten Drachen.
Gunst, die von der Priesterin der Drachenkommunion im Namen des Drachenlords Placido Sax verliehen wurde. Verbraucht FP, um alle Formen der Schadensresistenz einschließlich körperlicher zu erhöhen. Erhöht auch die Schadensresistenz während der Abwehr als zusätzlicher Effekt. Jede Nacht opfert die Priesterin ihrem Fürsten ihren eigenen Schlaf und erhält im Gegenzug die Macht seiner Gunst. Also das klingt ein bisschen danach. Aber ob ich das jetzt... Gesegnet. Warrior Truth. Ah! Warte mal. If you hunger for Dragon Communion and seek to slay Grail, this is new. Of dragons, then I shall grant you strength, time and again, in the name of my Lord, Placido Sax. Haha! Warrior troops. In a time the far becoming a sweet. Okay, jetzt hat ihm. Na gut. Jetzt habe ich ihn einfach zurückbekommen. Schade. Ich habe gedacht, da passiert jetzt irgendwas. Ach. Das ist ja gar nicht das, was ich dachte, dass es ist. Das habe ich jetzt einfach zurückbekommen. Ja, okay, lame. Boah, ich habe keine Ahnung, wo der sich versteckt. Hier haben wir doch schon alles abgesucht auch. Hier waren wir auch, meine ich, wo diese Drachen waren. Auf der anderen Seite des mächtigen Leibes. Von hier kamen wir einst heruntergaloppiert, diesen Weg. Hier kamen wir entlang. Geprescht. Ist das wieder irgend so ein unscheinbarer Durchgang, den wir übersehen haben? Der muss ja eigentlich, würde es ja Sinn ergeben, dass der hinter dem Drachen irgendwo ist und nicht in dieser Richtung. Hier kam er ja her seinerzeit. Und diesen Riesen, war das hier mit diesen Riesenschafen und so? Das waren hier seine Freunde. Wollen die wieder aufstehen? Ey. Ey. Ja, nee, das ist Quatsch hier. Das ist Stochern im Dunkeln. Okay, mal hier das Ding an. War da hinten auf der anderen Seite irgendwas? Es ist wirklich so ein bisschen Stochern im Dunkeln. Ich habe keine Ahnung. Oh, Riesenschafe. War ich doch auch schon. Hier war ich doch auch schon. Hier habe ich doch den einen Drachen platt gemacht. Ich glaube, hier war einer. Ja. Hier war einer. Hier war Rainer. Das heißt, und damals, wo bin ich denn entlang? Hier sind ja auch so. Ich guck hier noch einmal. Einfach alle. Pff.
Pfade ab. Das vorbei. Bin mir nicht sicher, ob ich damals, ich bin von einer Seite ja gekommen, ob ich dann vielleicht beide Seiten oder ob ich eine vergessen habe. Und die dann nochmal, es ist ja oft so, wenn sich ein Weg spaltet und man geht dann einen Weg und sagt sich, ja, den anderen gucke ich mir gleich an. Und dann vergisst man den, sich anzugucken. Und dann macht man tausend andere Sachen und dann ist es aus dem Gedächtnis entschlüpft. Also hier... Okay, hier ist auch ein krasser Weg. Ich reite mal kurz jetzt hier lang. Auf der anderen Seite, und da ist ja dann auch noch so eine Brücke oder so gewesen. Weges. Ach, guck mal, da geht's hoch. Aha. Okay. Ich sehe fiese Blitze. Gefährlich, gefährlich. So, hier ist diese Brücke, die ich da auf der Karte gesehen hatte. Was? Also da ist auch noch eine Gnade. Das heißt, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das kann schon mal ein guter Anfang sein. Guck mal, das hat sich doch gelohnt. Auf jeden Fall haben wir hier was Neues. Pferdchen! Dann reiten wir mal den Weg hier weiter rauf. Oh Gott. Irgendwas stirbt. Alter! Klingengipfeldrachen. Drachen. Habe ich mein Drachenkämpferschwert nicht dabei. Aber Holy ist auch immer gut. Okay, Scheiße. Oh Gott, das ist, warte mal, komm mal auf jetzt. Komm mal auf. Hier ist nicht so schrecklich viel, es ist leicht, schwierig hier irgendwas zu erkennen. Es sind auf jeden Fall mehrere Drachen. Aber wie viele es sind, kann ich euch nicht sagen. Es sind auf jeden Fall mehrere. Was haben gegeneinander gekämpft? Hätte ich vielleicht warten sollen, irgendwie, bis sie miteinander das alles ausgefochten haben. Und dann mache ich nur den Gewinner platt, oder wie machen wir das? Möglicherweise ist das eine gute Idee. Ich bin so leicht audiovisuell überfordert. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt gerade miteinander gerungen haben und ich habe mich sehr dumm dazwischen geschlichen. Ich meine, ich habe ja eigentlich, ich habe ja wirklich ein klassisches Drachentöterschwert, was ich auch gelevelt hatte. Es ist ausschließlich dafür da, Drachen zu töten. Warum sollte ich das nicht benutzen? Das hier. Drachenjäger-Katana. Antifeuer wäre auch nicht schlecht, glaube ich. Wäre schon sehr feurig. Ich bleibe jetzt mal bei dem. Und jetzt gucke ich mir das erstmal an. Also die kämpfen doch schon miteinander. Oder ist es ihr Liebesspiel? Ich lasse die erstmal machen. Kämpfen miteinander.
Mal einer wird überleben. Der ist doch voll dumm gewesen, da einfach in diese streitenden Lindwürmer reinzurennen. Dann sollen die erstmal gucken, wer ist der Beste. Und dann kämpfe ich gegen den Besten. Er hätte auch Style gehabt, einfach beide Platz zu machen. Aber ich meine, wie oft sieht man Drachen gegeneinander kämpfen? Das ist auch schon imposant. Also der eine macht Blitz und der andere Feuer oder was? Aber jetzt ist natürlich dieser der Bossbalken weg. Ich hoffe mal. Ja, also der Rechte wird verlieren. Das sieht ganz danach aus. Ja. Oh, okay. Ja. Ich glaube, der Blitzdrache ist gerade der Gewinner, ja? Sehe ich das richtig? Ah ne, er macht auch Feuer. Jedenfalls gewinnt der. Und der ist ja auch größer oder so, täuscht das? Oh, Schnappattacke. Ja, er macht kaum mehr Schaden. Er ist leider nicht so gut. Eigentlich ist schon etabliert, wer gewinnt. Aber der Verlierer will sich nicht zurückziehen. Der ist einfach zu aufgebracht. Normalerweise in der Tierwelt, wenn einer weiß, er hat verloren, haut er ab. Da gibt es so einen Ehrenkodex. Aber in dem Fall scheint dem Drachen das entgangen zu sein, dass er die Möglichkeit zur Flucht besitzt. Er sieht kleiner aus, finde ich. Bilde ich mir das aber auch ein. Der nimmt ja so gut wie gar keinen Schaden, der andere. Ich glaube, das ist schon extra so gemacht, dass der keinen Schaden nimmt. Guck mal. Ah, ganz kleines bisschen jetzt. Ich könnte natürlich jetzt auch rein und... Fuck. Ah, oh, fuck. No, 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 no. Ah, oh, Mist. Ey, das fand ich jetzt richtig daneben. Tschüss. Hä? Wer lacht auf? Wer lacht? Wer lacht? A warrior true, if ever one there was. A fellow Drake warrior. Do you not remember? Conjure your past, how once you were, when fear was yet foreign to you. Das ist verrückt. Ich glaube, der ist verrückt. Das wird jetzt eher ein Mensch sein. Deswegen nehmen wir mal unser Drachen-Schwert raus.
Wahrscheinlich den letzten durch diese. Da ist er doch, Egon. Egon! Egon! Hallo. Drink Warrior. Dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Sag mal, ist das jetzt der Typ, der da... My soul. My limbs are limbs no more. My heart is overfilled with fear. Wie ist er da hingekommen? But a Drake Warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Proud Drake Warrior, I beg of you, scale the jagged peak, face Bale the Dread, and when you do, summon me. Summon my soul. Okay, ich glaube, das. Proud scale, ja. Summon me. Also, erstmal Respekt, der ist offensichtlich mit zertrümmerten Gliedmaßen hier hochgeschleppt. Das muss sehr lang gedauert haben und sehr unangenehm gewesen sein. Aber okay. Er will ja, dass ich ihn beschwöre. Normalerweise beschwöre ich ja bei Bossen nicht. Aber ich glaube, das ist eine Quest. Ich glaube, ich muss den hier beschwören. Also mache ich das auch. Das hatten wir ja schon mal mit Mesma, glaube ich, als wir am Ende den Typen noch beschworen haben. Der dann quasi, während der Boss tot umkippte, nochmal erschien und ein bisschen was kosten durfte von seiner Rache, die er sich so sehr gewünscht hatte. Was ist hier alles? Heiß und windig, feurig. Nehmen wir mal an, ich bin auf dem Weg zu diesem Typen da, zu dem Boss. Und dann beschwöre ich den natürlich auch, ist auch klar. Das hat er sich verdient, also wenn... Wenn man den ganzen Weg kriecht mit zertrümmerten Beinen, das hat er sich sowas. Oh, was soll das denn? Was ist denn das? Steht er da oben? Komm, das ist doch. Mensch gemacht, der schleudert die doch da rauf. Oh geil. Oh, der nächste Drache. Ach. Der nächste Drache. Dann gehen wir wieder ins Drachentöter-Setup. Wozu habe ich dieses Schwert sonst errungen? Keine Ahnung, ob das nötig ist, aber... Ja, der ist auch... Senes... Ja, okay, alles klar. Ja, ist klar, der hat ein bisschen Blitziges, was Blitziges. Hey.
Ah, ja, da war ich zu gierig. Hätte ich mich lieber heilen sollen in dem Fenster. Okay, der hat Bock auf Blitze. Der ist auch ganz schön groß. Der sah aus der Entfernung nicht so groß aus. Das sind meine Seelen. Ach du Scheiße. Unter ihm oder was? Aber die liegen unter seinem Flügel, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, einfach treffe ich ihn im Kopf, ne? Aber das ist halt nicht so einfach bei dieser Bestie. Hin. Autsch. Immer nur gerammt. Ja, den Kopf hätte ich gerne. Den würde ich gerne treffen. Okay. Legt er sich mich. Oh, weil er sich mir jetzt nicht zurechtlegen. Kopf ist natürlich besser als Schwanzbereich, aber zur Not nehme ich das, was ich kriegen kann. Aua, das war dumm. Nee, das war richtig gut. Ich bin zu früh gesprungen. Das ist sehr ärgerlich. Das könnte mich verbrennen. Ja. Wäre gleich noch besser ein bisschen länger in der Luft gewesen. Oh, den hätte ich fast am Hals erwischt. Das wäre sehr schön gewesen. Hätte mir gut gefallen. Scheiße, das ist unangenehm. Oh. Oh, den hatte ich doch eigentlich am Kopf erwischt. Ah, Schnurztrack. Schnell weg. Fuck. Ah, fuck. Oh, nein, 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 Eider da aus. Oh Mann. So, ich hatte ja gesagt, ich will jetzt mal den Typen nehmen, aber das mache ich jetzt auch einfach. Wo mache ich das denn? Ich habe gedacht, ich kann es vielleicht kurz vorher machen, aber ist ja auch Quatsch, das ist jetzt ja die Quest. Warte, wo ist der Heini? Wo ist der? Hallo?
Das ist der falsche. Okay. No, Bismarck muss meine Seelenfracht. Da hinten? Oh Gott. Hier bin ich gestorben? Der weiß auch nicht genau, was er mit mir anfangen soll, glaube ich. Ich bin exakt unter seinen Huf gerollt. Naja, das war ein bisschen Quatsch. Mich nervt das immer, dass diese Seelen, dass ich die immer wieder zurückholen muss. Ab 100.000 lohnt sich das schon. Zu machen, aber ey. Hilfe, Hilfe! Der ging auf seinen Kopf. Oh, no, no. Hier schon in der Ecke, ne? Autsch. Ich hing hier in der Ecke, Hilfe! Kamera, Hilfe! Au, das war dumm. Okay, ja, das war dumm. Hätte ich mich wieder heilen sollen. Könnte Blitz, ist das Blitz oder Magie? Blitz ist ja eigentlich streng genommen gelb. Aber das wird Blitz sein. Er ist einfach ein Blitzdrache. Ich könnte gucken, ob ich irgendwas gegen Blitz noch. Talisman gegen Blitz oder so. Oder so blitzresistierende Kugeln. Sowas. So eine schöne Leber. Und wieder da hinten an meine Seelen ran. Muss denn das sein? Du hast meinen Pony geärgert. Jetzt geht's hier online. Okay, das war's schon wieder. Ja. Okay, ich hätte mich heilen sollen. Egal. Warum nicht? Hat er überhaupt irgendwas abbekommen? Nur ich, ne? Das ist ja ein richtiger Schlagabtausch. Wischt mich einfach so weg. Was ist denn die Geschichte wieder? Was kann ich da,
dass ich das springen könnte. Mann. Hey. Alter, der hat richtig reingehauen. Nein, das wollte ich nicht. Aber ich sehe ihn nicht. Scheiße. Ah, 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 ah. Nein, 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 nein. Ich habe leider was. Jetzt habe ich es versaut. Aber jetzt trifft er mich da oben. Ah, Mist. Ach. Ich habe auch noch meine Glitzertränen. Ja, diese Gewürzmischung meine ich, die habe ich auch nicht gefuttert. Also. Blitz. Die kann man ja auch bauen, oder? Diese Blitzleber. Wo bist du? Kann man die nicht bauen? Habe ich kein Rezept dafür? Da. Was kostet das? Ach, ist ja gar kein Problem. Dann, ich weiß gar nicht, wie lange das anhält. Ich packe die mal damit ins Inventory rein. Und hallo. So. Dilip, dilip. Und wieder erst die Snacks holen. Lalalalalalalalala, schnell hin. Naja. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er das vorhat. Ah ja, jetzt hänge ich hier wieder hinter hier am Felsen. Ich stehe jetzt hier echt im Wasser, das müsste eigentlich wahrscheinlich auch leiten, ne? Was? Ah, fuck. Oh Mann, man sieht auch nicht so schrecklich viel. Oh Mann!
Teleporten! Ich wollte extra seinen Kopf. Okay, gefährlich. Shit, Hilfe. Oh nein, das muss doch nicht sein. Jetzt häng ich hier fest. Oh Mann. Fuck, 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 jetzt komme ich nicht mehr da raus. Nein, 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 nein. Ah. No way, der letzte hat doch getroffen. Ich war mir sicher, ich habe seinen Schwanz erwischt. Ach. Ich würde gern das Replay sehen. Ich würde gern das Replay sehen. Ich will VAR haben. Das kann überhaupt nicht stimmen. Ich steige in die Luft. Ich habe seinen Schwanz direkt vor mir. Ich mache den Angriff. Also ehrlich, ich glaube, das ging nicht mit rechten Dingen zu, ehrlich gesagt. Jetzt sind auch noch meine Seelen da ganz hinten. Oh Mann. Kurz davor, meine Seelen sein zu lassen. Da, ja. Da, Sackel, 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 Sackel. Ach komm, das ist jetzt ja schon kompletter Selbstmord, jetzt die Seelen noch holen zu wollen. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal anfangen. Ja, du schießt nicht mit Geröll. Hallo? Okay. Da fliegt original, guck dich mal, der halbe Berg fliegt auseinander. Okay, den habe ich nicht erwischt. Und der Brandgeruch von oben, von da natürlich. Leider will er nicht sein. Wieso erwische ich ihn dann nicht? War in der Luft, war in der Luft. Könnte nicht. Okay, einfach nicht getroffen. Das ist frech. Ach, jetzt springe ich da noch in die Flammen rein, wie so ein Amateur. Das war wirklich unnötig. Nein, ich hab das gesehen, dass du dich drehst. Ey,
Ey, das war richtig in den Hals rein, ne? Das hat ihm gar nichts ausgemacht. Oh, jetzt kommt das Feuer, das modernde Feuer. Okay, der Run ist hier gerade ein bisschen cursed. Der war doch ins Gesicht. Ich habe mal das Gefühl, dass sein Gesicht ist besser geschützt als alles andere. Nein, 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 ich das. Ah! Okay, jetzt kommt das Feuer, 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 Rio! Fuck, 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 fuck. No, 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 no. Ach Gott, was ist da los? Wo sind die Seelen? Da ganz hinten wieder. Scheiße ich gleich drauf. Ich glaube, ich bin kurz davor zu sagen, ja. Los! Da hinten sind sie. Ach Gott. Ja, na klar, passiert mit. Dass noch jemand warm empfangen. Muss das denn jetzt sein, dass ich da noch in deine feurigen... Jetzt kommt diese Geschichte wieder! Habe ich ein bisschen weggeschmissen. Ach komm, wir hatten ihn doch jetzt zweimal schon. Mich nerven einfach diese Seelen. Ich glaube, ich lasse die jetzt weg.
Wisst ihr was? Scheiß auf die Seelen. Ich mach jetzt keine Seelen. Ich lass sie da jetzt liegen. In der Luft geflippt. Ich will ihn gar nicht anwählen. Was ist denn überhaupt angewählt? Blitzwert, ey. Voila! Aber jetzt. Jetzt. Ich kann auch mit dem Pferd immer um ihn rum. Ich glaube, mit dem Pferd wäre es einfacher. Tatsächlich glaube ich das. Oh, die Seele ist, die Dings ist alles. Oh, mein Pony, hat mein Pony geschrotet. Da! In seinen feurigen Leib hinein. Oder ich bin in seine Pranke! Plattenstein. Jetzt richtig scheiße und das auch. Okay, jetzt, ich bin jetzt in so einem leichten Frustloch, gib's ehrlich zu. Leichtes Frustloch erreicht. Das ist so ungerecht. Nils, ich muss mich selbst anfeuern. Da schenkt man dir ein Lächeln und so. So.
Los Sene Sachs. Das wird dein letztes Rodeo. Oder auch nicht. Wir wissen es alle nicht. Kann auch das vorletzte Rodeo werden. Ehrlich zu sein, wer kann das schon sagen? Wenn mir die flache Rückhand nimmt. Ja. Nicht getroffen, aber er mit seinem mächtigen Schwanz. Ich habe kein Dings mehr. Oh, er steigt in die Höhe. Er will jetzt hinunterstoßen. Na, ah, ich war doch voll weit weg. Hören Sie auf! Oh, ich sollte mich besser heilen. Das könnte mein Ende sein jetzt. Ich hätte mich einfach nur heilen müssen. Wieso habe ich das denn nicht gemacht? Warum? Ich hätte doch nur die Heiltaste statt der Angriffstaste. Dann wäre alles gut gewesen. Dann hätte ich ihn gehabt. Dann hätte ich ihn einfach so richtig niedergeprügelt. Es war einfach die falsche Entscheidung. Es war die falsche Entscheidung. Und jetzt reiten wir erneut herein in den tiefen Blitzschlund dieses unbezwingbar scheinenden Drachenmännchens. Er raubt uns unser Pony, doch er raubt uns nicht den Mut. In die Lände, immer in die Lände rein. Hallo! Hältst du dich? Das ist richtig. Ja, das ist wirklich kacke gewesen von dir. Richtig gemeine Nummer. Mal ehrlich sein, das ist nicht okay. Oder? Ja, jetzt kommt die Geschichte wieder. Ja, na klar, ich kann jetzt nur stößt mich einfach rum. Nicht dir beliebt. Und das ist auch immer die Rückhand in der Luft erwischt mich, obwohl ich auch tätig geworden bin. Aber seine Rückhand ist mächtiger als die meinige. Hör doch einfach auf, du schäbiges Schuppentier. Das, wenn man schon wieder den gleichen Fehler macht und sich wieder nicht heilt. Ich war zu sauer. Ich war im Austeilungsmodus. Ich habe mir gedacht, nein, 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 nein. Heil, wer heilt, der schwächelt. Ich wollte nicht schwächeln, ich wollte Stärke zeigen. Das war mein Plan. Wir kriegen den jetzt noch.
Macht euch keine Sorgen. Wir reiten voran. Erneut. Die leichte Brigade. Hallo, mein Freund. So sieht man sich also wieder, ja? Pack dich zum Klump. Ich kann es auch geduldig machen, übrigens. Ich kann es auch auf Pony machen. Okay, ich pack doch nicht. Ich habe Rückhand aufs Pony gesteuert. Oh Gott. Mann, ich roll ihn mir nicht! Fizzle, Fizzle, Faust! Hilfe, Hilfe. Nein, 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 nicht schwer, diese fisselige Faust. Sympathischer Mensch, Drachenmensch. Bist du? Bitte. Nein, 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 nein. Ich bin an Land. Ich kann nicht. Ich krieg keinen Blitz ab. Ich bin an Land! Blitz ist nur für Leute im Wasser gefährlich. Ich bin ein Landlebewesen. Oh, ich hab keine Dings mehr. Ja, auch das noch. Na gut. Na gut, na gut. Alter, du bist aber auch so ein ekelhaftes Pferd. Meine Güte! Jetzt webt er sich nochmal in die Lüfte wie so ein Made, wie so ein fliegende Made. Hör auf. Hör auf. Wenigstens bin ich mit Ehre und Würde gestorben im Schlag. Ich habe zu Beginn gedacht, das wird ja gar kein Problem werden. Jetzt nervt er mich richtig doll. Das ist eine richtig nervige Angelegenheit. Ich glaube schon, dass ich eigentlich das beste Schwert habe. Tatsächlich könnte ich, was ich nochmal versuchen könnte, ist ein bisschen mit der Holy-Geschichte das zu machen. Aber das ist ja eigentlich ein relativ ähnliches. Er müsste eigentlich gegen Drachen mehr Damage machen als das Holy-Schwert. Das wäre völlig lächerlich, wenn das Drachenjäger-Großkatana nicht besser wäre als das Holy-Schwert. Lass mich mal gucken, ob ich das vielleicht tauschen kann. Habe ich einen Blitzschaden, Johnny Boy? Ja. Ich tausche das mal aus. Weil ich glaube, der meiste Schaden, den ich bekomme, ist ja Blitzschaden. Was habe ich noch für eine Rüstung? Mittlere Last, ja.
Blitz 12,6. 13,8. Ach, guck mal hier, die Drachenrüstung ist logischerweise auch gegen Blitz ganz gut. Komm, wir ziehen mal die an. Erhöhen wir mal unsere Blitzresistenz. Und dann machen wir das jetzt relativ easy peasy. So, das ist gut gegen Blitz. Und 7,9 sind geboten. Also, wo waren die jetzt da? Diese hier. Okay. Jetzt weiß der überhaupt nicht, wie ihm geschieht, weil ich nämlich jetzt auch aussehe wie ein Drache. Und das macht den natürlich komplett irre. Ich glaube allerdings, warte mal. Ja, das ist ja auch ein Blut-Johnny Boy. Nee, lass mich mal was anderes anziehen. Lass mich mal das Drachentöter-Ding anziehen jetzt gegen den. Welches war denn das noch gleich? Blitz 4,6. Also wir ziehen mal den mit 4,6 an. Der ist jetzt mal hier 4,8, alles klar. 4,8 sind geboten. 4,8 sind geboten. Das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Mir ein bisschen mehr Mühe geben. Aber ich glaube, das ist schon okay. Ist schon okay, Blitzhelm. Oh. Guck mal. 5,5 gegen Blitz. Lol. Okay. Ich habe aber immer noch mittlere Last. Also es ist okay. Können wir easy machen. Ja gut, mir nur egal. Machen wir jetzt so. Sieht wild aus. So, dann wollten wir noch einmal das essen. Und das. Und jetzt let's go for it. So, jetzt kann der mich mal an die Füße fassen. Hallo. Du weißt wohl nicht, dass ich jetzt sehr immun gehe gegen Blitz. Steh auf. Du weißt noch nicht, dass ich jetzt anders bin als zuvor. Ey. Alter Schwede. Okay, das hat wir jetzt. Okay, das gefällt mir nicht. Ich hab ihn aus den Augen verloren. Diesen. In der Luft hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Das sind immer die demütigen Momente. Für ihn muss das richtig geil sein. Und da exakt das gleiche Spiel. Ich mache jetzt nochmal. Egal, ob er mich trifft. Überhaupt irgendwas? Ah ne, logischerweise nicht, weil ich keine Links habe. Au. Au, ouch. Ich bin besser gegen Blitz als eben noch. Damit kommst du nicht klar. Barbara. Oh scheiße, das ist ein Problem jetzt. Und die Geschichte. In die Luft. Ins Gesicht. Ach komm, hör auf. Mann. Oh Gott, die Mine. Warum? Oh Gott.
Ich roll in seine Faust rein! Original, wie ich immer in seine Faust reinroll. Jetzt bin ich so ein bisschen im Modus, dass ich da immer noch verkloppt werde. Okay, einfach überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf diese ungebetene Bestie. Oh, wäre ich fast wieder in seine Hand reinge... Ja, roll einfach wieder in seine Hand rein, zur Abwechslung mal. Habe ich überhaupt irgendwas abgezogen? Oh, das war ein Fehler. Oh, hör auf! Wieder mal in der Luft! Hat er mir die Rückhand gegeben! Aber gut, wir kommen ran, wir tasten uns ran, wir lassen uns nicht entmutigen. Die Entmutigung ist der Steigbügelhalter der Niederlage. Das machen wir nicht mit. Wir werden da jetzt reinreiten. Wir werden uns hier richtig blitzgescheit ausrüsten. Und dann hauen wir diesen Hildegard von Mythenmenz für Arme einfach mal richtig um. Lauf, 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 kleiner Hopfmann. Oh, jetzt will er wieder sowas machen. Wo ist der Schwanz? Ich muss mich an seinem Schwanz orientieren. Arsch. Madendrache. Boah, ey. Nein, nein, nicht die flache Rückhand. Jetzt ist... Hilfe, Hilfe. Schwanziges... Schwanzetier. Klar machst du das jetzt. Nein. Fuck. Nein. Man weiß ja mal nicht, ob er... Auf welche Art er jetzt schwänzelt. Nein, ich roll immer in seine Faust rein. Ist er.
so, du uralter Drache! Viel zu alt bist du gewesen! Ach Gott! Der gibt mir zwei uralte Steine. Der war wirklich, wirklich nervig. Meine Güte. Ich habe viel zu lange an dem gesessen. Im Vergleich mit dem, was ich mir vorgenommen hatte, wie lange ich an dem sitzen will. Ei der Daus. Okay. Cool, cool. Gibt es dafür jetzt wenigstens eine Gnade? In der Nähe. Da geht's hoch. Ich erwarte mir jetzt da eine Der ist aber jetzt schon tot, oder? Das ist jetzt nicht so ein Drachenpfad. So eine One-Piece-Route, wo einfach jeder Drache schwieriger wird als der davor. Und nerviger. Ach, guck mal, die sind alle tot. Hat der Typ, gegen den wir jetzt kämpfen, die alle gelegt? Haben die sich gegenseitig gelegt? Ah, da ist die von mir herbeiersehnte Gnade. So. Alter, da aus. Hier setzen wir uns mal hin. Und gönnen uns mal eine kleine Drachenpause. Alter Schwede! Wie riesig ist eigentlich dieses Add-on? Das ist eine unglaublich große Welt. Das ist wirklich krass für ein DLC. Wahnsinn. Bevor wir es vergessen, guck mal hier, wir können noch mal schön eben das hier machen. Jetzt sind wir schon auf Stufe 14. Das gefällt mir natürlich ausgesprochen gut. Das war's von Elden Ring Shadow of the Erdtree. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich glaube, in der nächsten Folge erwartet uns dann ein Bosskampf, wenn mich nicht alles täuscht. Das könnte episch werden, solltet ihr in jedem Fall einschalten. Der Topf bleibt natürlich drauf, das hat er sich verdient. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, Leute.